Hallo, heute wollte ich mal das Radiotool vorstellen und gleichzeitig auch mal noch ja, ein kleines praktisches Beispiel, was man damit so Tolles machen kann. Ich habe hier zwei Ebenen. Die oberste Ebene, da habe ich ein Urlaubsbild von mir mal genommen. Und in der untersten Ebene habe ich einfach mal so einen Regenbogenfarbverlauf gemacht. Findet ihr hier unten zum Beispiel. Gibt es ja aber auch Millionen Möglichkeiten. Die Farben kann man ja auch selber einstellen, je nachdem, wie ihr das wollt. Das Radieren-Tool findet ihr hier links oder auch mit Umschalt und E. Und ja, wie schon gesagt, eigentlich ist es in dem Sinne relativ einfach erklärt. Man kann ja, wenn man das ausgewählt hat, natürlich wieder hier in die Werkzeugeinstellungen gehen und dann hier Deckkraft einstellen, Größe, Seitenverhältnisse, Winkel. Abstand, also in welchem Abstand das eben malt. Also genau auch wie bei den Pinseln die Einstellung. Hier kann man auch wieder die Dynamiken machen. Zum Beispiel ja, verschiedene Wackeleffekte, dick, dünn, Transparenzen und so weiter. Und hier dann noch dieses Ausblenden, dass also der Effekt am Anfang ein bisschen schwächer ist, bis er dann sich eben voll entfaltet. Das habe ich aber bei den Pinselwerkzeugen schon oft genug erklärt. Möchte ich jetzt nicht nochmal unbedingt drauf eingehen. Hier kann man zum Beispiel auch noch zittern, weichzeichnen, hinzufügen, Pinsel an die Ansicht koppeln, also die Größe einfach an den Zoom-Faktor sozusagen anpassen. Und unten auch noch wichtig, unradieren. Unradieren ist im Prinzip das Wegradieren wieder hinradieren sozusagen. Den Befehl kann man auch mit der Alt-Taste aufrufen. Wir radieren ja jetzt einfach erstmal was. Und wie wir sehen, habe ich hier jetzt mal drüber radiert. Und es ist jetzt blau sozusagen im Hintergrund. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass ich mache das mal noch mit voller Deckkraft, damit man das ein bisschen besser sieht. Wir haben jetzt eine Ebene ohne Alpha-Kanal, das heißt ohne Transparenz. Das heißt, radieren wir etwas weg, kommt automatisch die Hintergrundfarbe, weil das eben die Hintergrundfarbe des Bildes ist. Das heißt also, wenn wir jetzt etwas wegradieren, dann haben wir nichts Blaues hinradiert, sondern wir haben einfach das Bild wegradiert dieser Ebene, der oberen Ebene. Und jetzt kommt die Hintergrundfarbe dieser Ebene zum Vorschein. Möchtet ihr zum Beispiel, dass es aber transparent wird, also dass ihr den Hintergrund seht, dann müsst ihr eurer Ebene einen Alpha-Kanal hinzufügen. Das heißt, Rechtsklick auf die Ebene und dann einfach Alpha-Kanal hinzufügen. Und schon können wir hier ja, ganz einfach den Vordergrund wegradieren. Wie gesagt, mit der Alt-Taste kann man das wieder hinradieren sozusagen. Also hinradieren klingt komisch, aber wieder aufheben, um eben ja seine eigenen Fehler wieder auszubaden. Generell könnt ihr auch wieder mit der Umschalttaste eine gerade Linie ziehen, wie man hier sieht. Und bei Umschalt und Steuerungstaste gedrückt könnt ihr auch wieder im 15-Grad-Winkel umschalten, dass ihr dann eben in einem bestimmten Winkel eure Radierlinien zieht, sozusagen. Also eigentlich wirklich einfache Angelegenheit. Im Prinzip vergleichbar mit dem Pinsel, aber eben ja, einfach, um etwas wegzumachen. Jetzt möchte ich mal zeigen, wie man zum Beispiel so einen Regenbogen macht, hatte ich ja in der Vorschau gezeigt. Das heißt, wir wählen uns erstmal unseren Pinsel aus. Unseren Radierer machen die Deckkraft ein bisschen weniger. Und wenn wir jetzt hier hinten einfach malen würden, zum Beispiel Freihand, könnte man ja hier jetzt zum Beispiel schon sagen, okay, ich habe hier so ein bisschen Regenbogeneffekt. Und das kann man dann natürlich je nachdem anpassen an die Größe. Man kann auch einen anderen Pinsel einfach nehmen, der das vielleicht ein bisschen dezenter darstellt. Irgend sowas hier, sowas Buschiges bisschen. Man kann die Transparenz noch ein bisschen runtersetzen. Wenn ihr das machen wollt, generell und braucht ein bisschen geradere Linien, wie gesagt, hier ein bisschen noch mit den Größen, mit der Härte kann man noch ein bisschen arbeiten.
das vorher einfach mal ausprobieren, wie das ungefähr aussieht. So ungefähr sieht das schon nicht schlecht aus. Generell können wir jetzt zum Beispiel auch sagen, wir nehmen wieder das Pfadwerkzeug, was wir auch schon behandelt hatten, das heißt, und ziehen diesen Pfad danach. Das heißt, ich ziehe hier einfach mal so einen Pfad, klicke einfach. Und wie wir das ja schon hatten, jetzt können wir in das Pfadmenü gehen auf Bearbeiten und können hier unseren Regenbogen, sage ich mal, noch ein bisschen rund ziehen, was natürlich freihand nicht so einfach geht. Deswegen dazu kann man zum Beispiel Pfadwerkzeuge nehmen. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, wir gehen hier auf Pfad nachziehen und wählen jetzt eben unseren Radierer aus. Die Einstellungen vom Radierer haben wir ja gerade gemacht, also Größe, Druckkraft, Deckkraft etc. Ansonsten könnt ihr das jetzt immer noch machen, um eben dann ein schönes Verhältnis zu haben. Und jetzt kann man das einfach nachziehen, um dann eben diesen Effekt zu bekommen. So, und jetzt haben wir im Prinzip unseren Regenbogen gemacht. Den Pfad kann man natürlich ja noch ausblenden. Und ja, im Prinzip kann man somit ja also wirklich tolle Effekte machen. Man kann auch den ganzen Hintergrund händisch ausmalen zum Beispiel. Und wenn ihr einfach auf Verschieben drückt, geht dann auch der andere Pfad noch weg. Ja, und somit kann man dann eben das, also man kann da eigentlich unendlich variieren. Also das auch sogar mit dem Radierwerkzeug. Ich denke mal, das reicht eigentlich dazu und ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen.